Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Einen Tag nach Vorlesungsstart stellte die Hochschule Ludwigshafen am Rhein die neue Merchandising-Kollektion HS Lu vor. Über den neuen Online-Shop der Hochschule können allerlei Pullis, Shirts, Tassen und Co. bezogen werden, die die besondere Verbundenheit zur Bildungseinrichtung erkennen lassen. Erreichbar ist der Shop unter www.hs-lu-shop.de. Die Intention hinter der Aktion erläuterte uns Professor Dr. Peter Mutra im Interview. Ja, wir wollen mit diesem Ansatz des Merchandising die Verbundenheit zur Hochschule Ludwigshafen verstärken, verbessern. Wir haben die Alumni-Arbeit seit einiger Zeit forciert an der Hochschule in Ludwigshafen und es geht uns jetzt eigentlich darum, eine Sichtbarkeit auch der Symbole und des Namens zu transportieren. Und das kann man sehr schön mit Kleidung, kann man auch mit anderen Gegenständen des Alltags. Wie wichtig ist das, dass sich eine Hochschule wie Ludwigshafen nach außen projiziert? Ja, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, weil im Grunde genommen das ja auch alle machen, wenn sie sich anschauen, Produkte, die wir im Alltag sehen, haben ja immer einen Bezug auch zu der Marke, der Firma. Und wir sind eigentlich auch im Bildungsbereich nichts anderes als auch eine Organisation, die sich positioniert über eine Marke, dass man eine Wiedererkennbarkeit hat. Und wenn Sie jetzt mal Ludwigshafen nehmen, es gibt nur eine einzige Hochschule in Ludwigshafen, da ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man im Stadtbild beispielsweise über Taschen, die wir bereitstellen oder T-Shirts oder Pullover, dann ein Stück weit auch erkennen kann, aha, das sind junge Leute, die an dieser Hochschule in Ludwigshafen studieren. Sie haben Alumni mit angesprochen. Wo ist da der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist in der Weise gegeben, dass wir sagen, es geht um Commitment, einen Bezug zur Organisation, in der man beispielsweise über viele Jahre studiert hat, die man verlassen hat, in der Regel eine erfolgreiche Laufbahn eingeschlagen hat und sich dann auch wieder daran erinnert, dass man eigentlich nicht nur eine gute Ausbildung hatte, sondern vielleicht auch in seiner Verantwortung, auch gesellschaftlich und persönlich etwas zurückgeben möchte. Also sich wieder sozusagen erinnert an die Hochschule und versucht dann ein Stück weit auch eine Unterstützung bereitzustellen, beispielsweise indem man sich als Lehrbeauftragter einbringt oder Projekte anbietet in der Firma, in der man tätig ist. Aber man kann natürlich auch materiell, indem man einfach auch spendet und damit der Hochschule ermöglicht, in bestimmten Projekten für die Studierenden ein Stück weit mehr zu erreichen.